Nächste Straße rechts, glaube ich. Mhm. Ja, richtig, Sonnenblumenweg. Welche Nummer? 7. Ja, bitte. Danke. Bitte, meine Herren, Sie wünschen? Wir möchten gerne Herrn Walser sprechen. Herrn Walser? Ja, aber ich glaube... Es ist gut, Sophie, Sie können gehen. Guten Tag. Guten Morgen. Ich nehme an, Sie sind die Pensionsinhaberin. Ja, ganz recht. Sie wünschen? Frau Hassmann, nicht wahr? Ja, bitte, was kann ich für Sie tun? Kriminalpolizei. Oh. Habe ich etwas verbrochen? Nein. Wir suchen einen gewissen Herrn Stefan Walser. Herrn Walser? Warum denn? Ich meine, was liegt denn gegen ihn vor? Das möchte ich ihm gern selbst erklären. Welche Zimmernummer bitte? Sie meinen doch den Wirtschaftsjournalisten Walser. Wohnhaft in der Pension Hassmann, Sonnenblumenweg Nummer 7. Ja, da kann ich Ihnen leider nicht helfen. Herr Walser ist abgereist. Vor 8 Tagen. Nach Südamerika. Wir haben natürlich die Angaben von Frau Hassmann überprüft. Sie stimmen. Leider. Abgereist. Vor 8 Tagen. Meine Schuld ist es nicht, Herr Doktor. Ja, ja, immer dasselbe. Ehe wir einen Abbefehl durchkriegen, vergeht eben zu viel Zeit. Das waren für mich 7 Monate Arbeit. 8. 8 Monate. Im Haftbefehl stand auch nur Verdacht auf Wirtschaftsspionage. War Walser denn für uns so wichtig? Ja. Seit Jahren beobachten wir, dass vertrauliche Berichte ins Ausland durchsickern. Informationen aus der parlamentarischen Arbeit, Ausschussprotokolle, Sitzungsergebnisse. Wahrscheinlich ist er nur ein kleines Rad in der Maschinerie. Aber mit ihm hätten wir den ganzen Fall aufrollen können. Er interessiert uns nicht, aber seine Kontakte, seine Informationsquellen und seine Auftraggeber. Tja. Da hilft kein Jammern, Herr Zäuner. Wir müssen wieder von vorne anfangen. Mhm. Wenn ich fliegen könnte, wüsste ich schon, wo ich anpacken würde. Aber Sie können nicht fliegen. Also suchen wir jemanden, der es kann. Ach so, deswegen musste ich heute so früh hier sein. Wie wär's, wenn Sie Ihre fliegerischen Kenntnisse wieder etwas aufrichten? Hat sich ja in der Zwischenzeit viel verändert. Was haben Sie denn mit mir vor? Sie sollen ein anderer Mensch werden, Herr Brinkhoff. Natürlich nur vorübergehend, hoffe ich. Es ist alles vorbereitet. Herr Zäuner wird Ihnen dabei helfen. So, das wär's, meine Herren. Ich danke Ihnen. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich werde dich so gründlich umkrempeln, dass du dich am Schluss selbst nicht wiedererkennst. Wiedersehen, Herr Doktor. Ach, Herr Kranz. Ja? Vielleicht sollten Sie doch noch mal die Fremdenpension aufsuchen. Es darf auf keinen Fall der Eindruck erweckt werden, dass wir Walser verhaften wollten. Ja, Doktor, ich fahr gleich noch mal vorbei. Also, schieß los. Wir haben Stefan Walser lange Zeit beobachtet. Ziemlich kleines Licht, Gelegenheitsjournalist. Hat wenig geschrieben, kann also nicht viel verdient haben. Aber? Das hat mich von Anfang an stutzig gemacht. Er hatte ein Hobby, das sich ein Mann seines Einkommens eigentlich gar nicht leisten kann. Fliegen? Ja. Er ist Mitglied eines Vereins, Fliegerring e.V. Kein billiger Spaß, wie du weißt. Mhm. Die Mitglieder sind alles unbescholtene Leute, so viel wir bis jetzt wissen, alte Luftwaffenoffiziere. Einer von ihnen hat nach dem Krieg eine private Flugschule gegründet, in Auernheim draußen, hast du sicher schon von gehört. Ja. Dieses Auernheim sieht zunächst nicht wie ein exklusiver Club aus. Ein paar Baracken, Tower, ein Hangar. Hm? Mhm. Aber es muss eine Menge Geld dahinter stecken. Die haben eine ganze Anzahl von Maschinen. Und vor allem, die bauen ein paar Kilometer südlich Barit einen neuen Flughafen mit allen Schikanen. Soll im Sommer eröffnet werden. So.
Vorläufig aber treffen Sie sich noch in Auernhain, reden von der guten alten Zeit und kutschieren ein bisschen in der Luft herum. Ich weiß, das klingt alles bieder und proper. Und? Wo ist nun der Haken? Den sollst du ja gerade herausfinden, Dieter. Du nimmst ein paar Flugstunden. Was? Jetzt um die Jahreszeit? Ich kann dir nicht helfen, die Sache drängt. Du fährst also nach Auernhain und suchst Kontakt zu den Leuten vom Fliegerring. Ich weiß, das wird nicht ganz einfach sein, also lass dir Zeit und mach die Leute nicht misstrauisch. Hier ist dein Lebenslauf. Gut durchlesen, auswendig lernen, verbrennen. Wie viele Passbilder brauchst du? Vier. Zwei für den Pass und für den neuen Führerschein brauche ich auch noch zwei. Übrigens, du heißt jetzt Bongen. Detlef Bongen. Detlef. Du bist ein gut situierter, selbstständiger Kaufmann, Wirtschaftsberater, wohlhabend genug, sich ein solches Hobby leisten zu können. Das hört man gern. Wir werden dich entsprechend ausstaffieren. Du bekommst einen schicken Wagen. Hier ist die Adresse deines Schneiders. Er ist darauf vorbereitet, dir bis zur nächsten Woche drei Maßanzüge zu bauen. Achte bei allem, was du tust, darauf, dass du ein Mann von erlesenem Geschmack bist. Herzlich gern. Wenn das Spesenkonto danach ist. Also nochmal, wer sind Sie? Welchen Beruf haben Sie? Detlef Bongen, Wirtschaftsberater, Fachmann für Rationalisierung, seit 1959 selbstständig. Wo beschäftigt? Bei verschiedenen größeren Firmen, je nachdem. Mein Vertrag schließe ich jeweils für einen bestimmten Zeitraum ab. Ich kann leider nicht sagen, bei welcher Firma ich zurzeit arbeite, da diese auf Geheimhaltung drängt. Sehr gut. Wo bist du in die Schule gegangen? Erfurt Realgymnasium zur Himmelspforte. Ständiger Wohnsitz? Hamburg, Schillerstraße 17, aber ich bin selten zu Hause. Ich wohne meistens in Hotels. Ach, Herr Brinkhoff, haben Sie mal eine Zigarette für mich? Weiter. Polizeiliches Kennzeichen deines Autos? HHVC 211. Ihre Verwandtschaft? Meine Eltern leben in der DDR, ein entfernter Onkel in Australien. Ihr Name? Detlef Bongen. Ich glaube, damit können wir es erstmal gut sein lassen. So, Herr Bongen. Hier ist Ihr Führerschein, Ausweis. Und geben Sie acht, dass Sie nicht aus Versehen Ihre eigenen Papiere mit einstecken. Danke. Scheckbuch, Sie haben ein Konto bei einer Hamburger Bank. Hier, bitte unterschreiben Sie. Okay. Und geben Sie acht, dass Sie immer mit demselben Schriftzug unterzeichnen. Ich habe die Unterschrift geübt. Und wann fahren Sie los? Morgen früh. Bitte um Startfreigabe für Einweisungsflug. Bitte kommen. Delta Echo Tango, frei zum Start. Startbahn 04. Delta Echo Tango, ich starte. So, jetzt geht's los. Alles in Ordnung? Ja. Na, dann wollen wir mal. Einweisungsflug, wieder ein neuer. Wissen Sie, was davon Haberfeld? Ja, hat sich bei mir angemeldet. Detlef Bongen, Kaufmann aus Hamburg. Macht einen ganz ordentlichen Eindruck, auch hier. Will er fliegen lernen? Er ist früher schon irgendwann mal geflogen. Er spielt jetzt mit der Absicht, wieder anzufangen. Na? Großartig. Da sehen Sie. Glauben Sie, dass wir heute noch mal starten können? Gerne. Nach dem Mittagessen. Aber dann nehmen Sie selbst den Knüppel. Ich? Sicher. Bei Start und Landung helfe ich Ihnen, aber fliegen tun Sie selbst. Haben Sie mir das zutrauen? Warum nicht? Sind doch ein alter Hase. Oh, das ist ein schnittiger Vogel. Gehört dir auch der Flugschule? Ja, eine Beech. Ja, die Beechcraft ist wirklich eine großartige Maschine. Kann man die später mal fliegen? Nein, die können Sie nicht fliegen. Das ist eine Privatmaschine. Gehört einem vom Fliegerring. Fliegerring? Was ist das? Ein Verein alter Frontflieger. Die haben hier ihr Clublokal. Ach nein. Und was treiben die so? Ja, die meisten von ihnen haben kein eigenes Flugzeug. Die mieten sich hier eine Kiste, sausen ein bisschen rum und abends trinken sie in dem Casino, wird die Flaschen leer. Ja, nächsten Samstag ist wieder Kameradschaftsabend. Ja, das ist immer ein großes Remi-Demi. Aha. Ja, war eine tolle Idee vom Chef. Ich sage Ihnen, ohne den Fliegerring wäre der ganze Laden hier gar nicht rentabel. Ich habe eine Frage, Herr Kepler. Ja? Aber ganz ehrlich,
Glauben Sie, dass ich es schaffen würde, einen Flugschein zu machen? Fragen Sie? Natürlich, Herr Bongen. Noch dazu, wo Sie es früher schon mal richtig gelernt haben. Freilich, es hat sich einiges geändert seit damals. Sie müssten halt noch gründlich schulen, aber schaffen? Schaffen müssten Sie es eigentlich leider. Wollen wir es versuchen? Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, Herr Haberfeld. Ah, Herr Bongen, Sie sind's. Da darf ich gleich mal bekannt machen. Unser Chef, der Leiter der Flugschule Auerhahn, Herr Major Hansen. Ohne den ist gerade natürlich schlicht und ergreifend Hansen. Angenehm, Bongen. Wirklich? Ich freue mich sehr. Ich habe Sie gerade herumkurven sehen. Das ging ja schon ganz gut. Tja, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Es ist fast 25 Jahre her, dass ich in der Kiste gesessen habe. Und es begeistert mich wie damals. Sehen Sie, Haberfeld, das ist es, was ich immer gesagt habe. Die Technik mag sich ändern. Der Sportsgeist bleibt immer derselbe. Herr Kepler hat mir empfohlen, intensiv zu schulen. Wollte ich mal hören, wie es mit den Terminen steht. Tja, da müssen Sie sich an Herrn Haberfeld wenden. Der ist für den Papierkram zuständig. Tja, ich muss noch mal in die Halle rüber. Würde mich sehr freuen, wenn Sie bei der Stange bleiben. Flieger aus Begeisterung, das ist es, was wir brauchen. Haberfeld, kümmern Sie sich um Herrn Bongen, ja? Wiedersehen. Wiedersehen. Bitte kommen Sie doch mit, Herr Bongen. Wann wollen Sie ihn wieder schulen? Ja, am Freitag, dachte ich. Ah, da wollen wir mal sehen. Pension Haßmann, Sonnenblumenweg. Ja, wenn Sie in der Stadt übernachten müssen, können wir Ihnen die Pension wärmstens empfehlen. Sie gehört Frau Haßmann. Der Name Haßmann ist Ihnen doch bekannt. Schlachtflieger Haßmann. Richtig. Darf ich? Selbstverständlich. Haben Sie hier draußen eigentlich auch Übernachtungsmöglichkeiten? Damit sieht's leider schlecht aus. Sie werden ja gehört haben, dass wir ab nächsten Sommer einen neuen Flugplatz kriegen. Da haben wir hier natürlich keine Verbesserungen mehr vorgenommen. Es sind zwar zwei Gästezimmer da, aber es ist alles recht primitiv. Oh, das macht nichts. Ich möchte gern richtige Fliegerferien machen, gründlich schulen. Und bei dem Wetter, in dieser Jahreszeit, da ist es doch praktisch, wenn man in der Nähe wohnt. Da erwischt man schon eher mal eine klare Stunde. Verstehe. Ach, Herr Bongen, bitte fassen Sie es nicht falsch auf, aber da wir gerade davon sprechen, die Anlagen für den neuen Flugplatz verschlingen natürlich eine Menge Geld, wie Sie sich vorstellen können. Netterweise hat sich ein Großteil unserer Flugschüler bereit erklärt, das sind eigentlich alle, eine gewisse Summe für die Anlagen zur Verfügung zu stellen. Steht Ihnen natürlich frei. Aber bitte, Haberfeld, da will ich mich natürlich auch beteiligen. In welcher Höhe bewegen sich denn so die Spenden? Das ist verschieden, so zwischen 500 und 1000 Mark. So. Mhm. Ja, dann werde ich die mitnehmen. 750 Mark, ist das recht? Danke, das ist sehr großzügig. Ja, Herr Bongen, wenn Sie gerne hier übernachten, ein Gästezimmer ist zurzeit frei. Es kostet pro Nacht 10 Mark. Komfort dürfen Sie allerdings nicht erwarten. Ach, den habe ich zu Hause. Die Hauptsache ist ein Bett und ein Dach über dem Kopf. Bitte. Herr Major Hansen wird Ihnen noch mal persönlich danken. Wann wollen Sie denn kommen? Ja, eigentlich am Freitag und etwa 14 Tage würde ich gern bleiben, wenn es möglich ist. Zum Wochenende wird es etwas gedrängt. Da kommen die Herren vom Fliegerring. Sie sind zwar nur tagsüber da und manchmal abends im Casino. Sie übernachten immer in der Sonne in Hahnfelden, wenn Sie nicht nach Hause fahren können. Fliegerring? Das ist doch eine Vereinigung alter Kriegsflieger. Ja. Das ist ja prima. Ich habe schon davon gehört und wollte mich immer mal nach den Aufnahmebedingungen erkundigen. An wen kann ich mich denn da wenden? An mich. Ich bin der Geschäftsführer. Aber ich glaube nicht, dass... Aha. Schade. Ich hätte natürlich gern mit den Kameraden mal über vergangene Zeiten gesprochen. Wieso? Sind Sie auch im Krieg geflogen? Wo waren Sie denn an der Front? Zum Einsatz habe ich es nicht mehr gebracht. Dann haben Sie keine Chance. Nach den Satzungen müssen die Vereinsmitglieder Frontflieger sein. Damit kann ich leider nicht aufwarten. Ist traurig. Es wäre eben nett gewesen. Und Sie können nicht den Vorstand mal fragen, ob er in meinem Fall vielleicht eine Ausnahme macht? Das ist zwecklos. Gerade in diesem Punkt ist der Vorstand sehr penibel. Ausnahmen werden nicht gemacht. 16. Januar 1936. Aha, da haben wir ihn. Wen haben wir? Den Haken, Herr Doktor. Wieso? Das ist doch das Geburtsdatum von Stefan Walser. 16.01.36, das ist ja der Haken. Diese Flugschule macht einen sehr soliden Eindruck, auch was ich vom Fliegerring gehört habe. Harmlose Luftkutscher,
Frontpiloten, die sich von ihrem alten Spielzeug nicht trennen wollen. Aber? Aber die Vereinssatzungen verlangen ausdrücklich, dass alle Mitglieder Frontflieger sind. Ausnahmen werden nicht gemacht. Ja und? Du weißt genau, dass Stefan Walser Mitglied des Fliegerrings war. Sicher. Geburtsjahr 36. Demnach hat er im blühenden Alter von 8 Jahren Fronteinsätze geflogen. Ein Wunderknabe. Ja, sehr krumm ist dein Haken nicht. Dann machen sie eben doch Ausnahmen. Nicht gerade beim ersten Anlauf, aber... Jedenfalls müssen wir die Leute weiter observieren. Am Samstag ist großes Kameradschaftstreffen des Fliegerrings. Aber hinter verschlossenen Türen. Zutritt nur für Vereinsmitglieder. Am Abend ja, aber tagsüber drehen sie ihre Runden. Und Flugschüler Bong wird dabei sein. In die Kurve gegangen. Jetzt knüppel vor, los, jetzt. Ja, ja, doch, er macht's nicht, er macht es nicht. Ja. Ja, jetzt kriegt er. Gleich. Aus und vorbei. Ja, das schmeckt dem Chef aber gar nicht. Ah, der Arm wäre gerettet. Nun kommt schön runter. Bodenstation ruft Delta, Papa, India. Bitte kommen. Was ist los? Tut mir leid, Chef. Sie wurden eben abgeschossen. Verdammt. Habe ich mir fast gedacht. Aber eine Revanche wird doch drin sein. Wo ist der Mann mit der Startkarte? Hier. Wird noch Platzverkehr erwartet? Nein. Gut, Luftanfall. Okay, Chef. Gehen Sie auf 3000 Fuß. Wird gemacht. Ende. Bodenstation ruft Delta Uniform Quebec. Bitte kommen. Delta Uniform Quebec. Ich höre. Major Hansen wünscht eine Revanche. Sind Sie bereit? Selbstverständlich. Gut, dann gehen Sie auf 2000 Fuß. Der Chef greift Sie an. Verstanden. Haben Sie noch 10 Minuten Geduld, Herr Bock. Dann geht der normale Flugbetrieb weiter. Oh, das macht mir Spaß. Das ist doch ein großartiges Bild. Naja, unsere im Krieg waren auch nicht ohne. Was man mit denen alles machen konnte? Ja, ich weiß zum Beispiel die Arado 96, die habe ich selbst mal geflogen. Hallo, ich denke, Sie sind Flugschüler. Ganz junges Küken. Ja, das stimmt, aber ich war früher schon mal dabei. Ja, wo denn? Bei der guten alten Luftwaffe, Luftkriegsschule 7. Was, in Tulln? Ja. Na sowas, das muss ich Brinkmann sagen. Wo ist er denn? Hallo, Brinkmann. Ja? Na, kommen Sie mal mit. Sie waren doch auch auf der LKS 7. Ja, natürlich, warum? Jetzt halten Sie sich mal fest. Herr Bongen ist mein Name. Herr Bongen war auch da. Na, jetzt haut's mich um. Wann denn? Na, so 1942, 43. Fliegerische Ausbildung? Ja. Dann müssten wir uns doch irgendwann mal über den Weg gelaufen sein. Ich war 43, 44 da. Erste Fahnenjunkerkompanie, dritte Aufsicht. Erste Aufsicht? Wir haben ein halbes Jahr vor Ihnen angefangen. Die Herren von der ersten Aufsicht. Na ja, war dann ganz schön versnobt da. Da müssen Sie doch eigentlich den Hauptfeldwebel Hollmann noch kennen. Na und ob. Company, hier an! Heißt und Feuer in Arsch! Ist ja doch das Ding, dass Sie sich beide nicht wiedererkannt haben. Ja, ja, der Zahn der Zeit hat ganz schön an uns angeknabbert. Obwohl, ich kann mich eigentlich gar nicht beklagen. Ja. Achtung, jetzt geht's los. In derselben Staffel liefern sich alle 4 Wochen Luftkampf. Normalerweise gewinnt Hansen, aber heute hat er seinen schlechten Tag. Ja, ist ein ziemlich teurer Spaß. Es geht jedes Mal um die Kiste Sekt. Ja, was machen Sie denn eigentlich heute Abend? Ich weiß nicht. Hab nichts vor. Doch, haben Sie. Stimmt's, Ebert? Natürlich. Will Ihnen auch sagen, was Sie vorhaben. Sie sind heute Abend unser Gast. Ja, ein kleiner Kameradschaftsabend, ganz schlicht und einfach. Aber, wie gesagt, eine Kiste Sekt reißen wir schon aus dem Feuer. Ach du lieber Himmel, jetzt erwischst du den lieben Hansen zum zweiten Mal. 2 Kisten Sekt.
Meine Damen und Herren, wenn Sie links aus dem Fenster unserer Maschine schauen, sehen Sie Mallorca liegen. Rechts sehen Sie unsere beiden brennenden Motoren. Die drei weißen Punkte unter uns sind der bereits abgesprungene Pilot, Co-Pilot und Funker. Auch ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen weiterhin einen guten Flug. Guten Tag. Also, auf deine spektakuläre Niederlage, mein Lieber. Geschenkt. Aber das nächste Mal zerschmettere ich dich. Habt ihr gehört? Er zerschmettert mich. Und wenn ich dich rammen muss. Aber im Ernst, ich wüsste einen sinnvolleren Trinkspruch auf unseren Nachwuchs. Ich freue mich, dass Sie bei uns zu Gast sind und wünsche Ihnen noch viele schöne Flugstunden. Danke, vielen Dank. Und ich trinke auf Ihren Sieg, Herr. Blasberg. Ja. Blasberg. Wenigstens einer. Prost, mein Lieber. Zum Wohl. Schade, dass Sie nicht zum Fronteinsatz gekommen sind. Ich würde Sie glatt als Mitglied anwerben. Ja, was ist eigentlich passiert damals? War schiefgelaufen? Ach, das ist eine lange Geschichte. Ja, erzählen Sie mal. Ist auch gar nicht lustig. Lustig oder nicht, wir wollen's hören. Ja, ja, wir wollen's hören. Keine falsche Schambongen, raus damit. Naja, schuld waren wie so oft die Frauen. Unsere Platzrunde hatte einen markanten Punkt. Am Hang der Tullner Berge lag ein Ferienheim. Ach du lieber Himmel, Sie meinen das Heim von den Blitzmädels? Ja, es lag ideal, genau in der Platzrunde. Und wir haben den Mädels natürlich bei jeder Gelegenheit einen Besuch gemacht. Im Sturzflug natürlich. Ja, klar. Es war natürlich verboten, aber kein Aas hat sich drum gekümmert. Ja, bis zu dem Tag, an dem ich meinen ersten Höhenflug machte. Herrliches Wetter. Arado 96. Arado 96. Ach, Kinder, das war ein Vogel. Damals war Fliegerei noch Fliegerei. Ich hatte 45 Minuten Flugzeug. Und eine Viertelstunde Reserve. Arado 96. Ja, aber der Mann an der Startklatte hat einen Fehler gemacht. Der Idiot hatte meine Startzeit falsch eingetragen. Und als ich zurückkam, da dachten sie, ich sei schon eine Stunde und 10 Minuten unterwegs. Danke. Helle Aufregung am Start. Theoretisch war ich längst abgestürzt. Ich hatte davon keine Ahnung. Es war ja in Wirklichkeit erst 50 Minuten oben. Ich kurve also ganz gemütlich in meine Platzrunde ein. Tja, und da passiert's. Am Start steht die ganze Corona. Offiziere, Dienstgrade, Mannschaften, Angstschweiß auf der Stirn, Feldstecher am Auge. 12 Minuten über die Zeit, denken die, das kann nicht gut gehen, der muss runterfallen. Und tatsächlich, jetzt kippt er ab. Noch dazu mit der Arado 96 aus einem Prunkstück. Fast senkrecht geht die Post. Tja, in Wirklichkeit mache ich natürlich nur den üblichen Besuch bei den Blitzmädels, ziehe die Kiste wieder hoch und baue eine ganz normale Landung. Na, die haben mich empfangen wie Lindberg nach dem Ozean. Allen Seiten kamen sie gelaufen. Bloß gejubelt hat keiner. Na und, weiter? Oh, da wurde die ganze Sache aktenkundig und ging ihren Dienstweg. Der Idiot an der Startklatte bekam 7 Tage verschärften Arrest, ich 14 Tage und 2 Jahre Startverbot. Ach du grüne Neuse, Sie haben Skandikel. Verbotener Tiefflug. Wenn man mich da jedes Mal bestraft hätte, säße ich heute noch im Bauch. Prost! 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 Meine Herren, ich bitte um Aufmerksamkeit. Da, wie ich sehe, unser verehrter Vorstand vollzählig anwesend ist, erlaube ich mir untertänigst einen offiziellen Antrag zu stellen. Angesichts der Tatsache, dass eine Bestrafung wegen verbotenen Tieffliegens in Fliegerkreisen als höhere Gewalt zu werten ist, bitte ich unseren ehrenwerten Vorstand, ebenso höhere Gerechtigkeit walten zu lassen und dem Kameraden Bongen trotz fehlender Fronterfahrung die Mitgliedschaft in unserem Verein anzubieten. Hallo, Bongen.
Hallo. Danke. Verrückt, was? Da geht man extra raus, um ein bisschen frische Luft zu schnappen. Schon hat man wieder eine Zigarette im Mund. Ja, ja, der Mensch und seine Schwächen. Ganz schön windig geworden, was? Mhm. Na, ist ja alles reibungslos über die Bühne gegangen. Was meinen Sie damit? Nun, wir haben Sie in unsere Reihen aufgenommen. Das war ja wohl auch der Zweck Ihrer albernen Geschichte. Was missfällt Ihnen an meiner Geschichte? Oh, mir missfällt gar nichts an Ihrer Geschichte, aber es ist nicht Ihre Geschichte. Keiner weiß das besser als ich. Denn ich war der Idiot. Was? Der Idiot an der Startklatte. Der Mann, der 8 Tage Bau bekommen hat, das war ich. Aber der andere, das waren nicht Sie, Herr Bong. Ich habe kein sehr gutes Namensgedächtnis, aber in dem Fall erinnere ich mich genau. Der Mann hatte einen so ähnlichen Namen wie ich. Ich heiße Brinkmann, falls Sie das überhört haben sollten. Und er hieß... Brinkhoff. Genau. Na schön, da habe ich Pech gehabt. Es stimmt, ich habe die Geschichte nicht selbst erlebt. Brinkhoff hat sie mir erzählt. Aber ich fand sie sehr effektvoll, wissen Sie? Ja, ja, natürlich. Ich habe es ja von Anfang an richtig verstanden. Na nu, Herr Haberfeld, so spät noch unterwegs? Hatte noch was in der Flugleitung zu tun. Aha. Ich möchte bloß wissen, was der Nachtzimmer in der Flugleitung zu suchen hat. Aber dahinter komme ich noch. Jede Nacht? Nein, aber so zweimal in der Woche. Na kommen Sie, gehen wir wieder zu den anderen. Jeder erzählt gern mal Fliegerlatein. War doch ganz famos. Nur im Querruder sind sie noch etwas offen. Etwas mehr Gefühl, Herr Bong. Klar? Schade, dass es so mies geworden ist. Hoffentlich haben wir morgen mehr Glück mit dem Wetter. Also dann. Bis dann. Hallo, Herr Bong. Fahren Sie schon? Ich denke, Sie bleiben noch ein paar Tage. Tue ich auch. Ich muss nur die Stadt ein paar Handschuhe kaufen. Es ist verdammt kalt geworden. Na, dann sehen wir uns ja noch. Tag, Helmut. Na, hast dir ja Zeit gelassen. Hier sind die Handschuhe. Danke. Also, wie steht's? Oh, so lala. So beinahe wäre es schief gegangen. Ist doch tatsächlich einer von der LKS-7, aber meine Kompanie. Hat er dich wiedererkannt? Na, nein, aber er hat sich an meinen Namen erinnert, weil er so ähnlich heißt wie ich. Brinkmann. Wieso? Was hast du ihm erzählt? Na, irgendeine alte Geschichte, die ich mal erlebt habe. Die du erlebt hast? Ja, bist du verrückt geworden? Da bastle ich dir einen kompletten Lebenslauf des Herrn Bong und du erzählst deine Geschichte. Über die Fliegerlaufbahn des Herrn Bong steht herzlich wenig in dem Lebenslauf. Ich musste irgendwas erzählen. Es musste glaubwürdig klingen. Und ja, schon gut. Ich glaube, es ist glatt gegangen. Ich habe mich rausgeredet. Brinkmann, sagst du? Mhm. Hast du seine Adresse? Ja, hier eine komplette Liste der Vereinsmitglieder. Mit Berufsangabe und Adresse. Die bekommt jedes neue Mitglied ausgehändigt. Das heißt also, du bist Mitglied? Ja, seit gestern. Gratuliere. Danke. Gut. Wir werden diesen Brinkmann unter die Lupe nehmen. Sonst noch was? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht der Geschäftsführer Haberfeld. Steht auch auf der Liste.
Er hat sich gestern Nacht heimlich in den Tower verdrückt. Habt ihr nachts noch Flugbetrieb? Eben nicht. Brinkmann meint, das sei eine Angewohnheit von ihm. Er geht fast jede Nacht rüber. Verdammt merkwürdig. Vielleicht weiß ich bald mehr. Von meinem Zimmer hat man nämlich einen schönen Ausblick auf den Tower. Ich habe mich bei der Post erkundigt. Der Flugplatz Auernheim hat nur eine Lizenz für einen normalen UKW-Sprechfunkverkehr. UKW? Damit kann man doch nicht ins Ausland funken. Reichweite ist doch viel zu gering. Brinkow vermutet, dass Sie außer dem offiziellen UKW-Sender auch noch einen geheimen Kurzwellensender betreiben. Technisch wäre das kein großes Problem. Und was sagt unsere hochwohllöbliche Bundespost dazu? Sie wird schnellstens überprüfen. Wenn es so ist, haben die es bald raus. Vielleicht sieht Brinkow aber auch nur Gespenster. Nein! Das glaube ich nicht. Die Kripo hat für uns recherchiert. Es gibt nämlich merkwürdige Wechselbeziehungen zwischen Auernheim und der Fremdenpension der Frau Hassmann. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich will nicht gestört werden. Also, die Pension Hassmann wurde vor 3 Jahren vom Dach bis zum Keller renoviert. Und wer, glauben Sie, hat die Renovierungskosten bezahlt? Der Fliegerring e.V. Donnerwetter. Und jetzt habe ich noch was für Sie. Ein Fernschreiben aus Lissabon. Da, lesen Sie mal. Schweden unterbietet Preis für Panzerketten um 7%. Entscheidung des Beschaffungsamtes innerhalb 14 Tagen zugesagt. Der Vertreter der schwedischen Firma hat sein Angebot vorgestern Nachmittag dem Beschaffungsamt vorgelegt. Gestern früh hat unser Mittelsmann in Lissabon diese Nachricht gekauft. Auf der geheimen Nachrichtenbörse. Respekt. Allerdings. Und nun raten Sie mal, wo unser Panzerkettenfritze übernachtet hat? In der Pension Hassmann. In der Pension Hassmann. Als Beweis reicht das allerdings noch nicht aus. Aber wir werden uns den Beweis beschaffen. Sie mieten sich in der Pension Hassmann ein. Gut. Und zwar unter dem Namen Gerber. Dazu brauchen Sie noch einen Partner. Setzen Sie sich mit Brinkhoff in Verbindung. Er soll für 2 Tage in die Stadt kommen. In Auernheim soll er wichtige geschäftliche Besprechungen vorgeben. Er wird auch in der Pension Hassmann übernachten. Dort treffen Sie ihn, ganz zufällig, alte Bekannte, und Sie führen ein gezieltes Gespräch. Hier sind die Unterlagen. Darüber können Sie sich ausführlich unterhalten. Das Material ist natürlich falsch. Aber wer das nicht weiß, findet es ungemein wichtig. Mhm. Transistorsteuerung für Hubschraubermotoren. Kein Mensch hat je was davon gehört. Wenn also darüber im Ausland eine Information auftaucht, muss Ihr Gespräch in der Pension Hassmann abgehört worden sein. Und dann haben wir den Beweis, den wir brauchen. Gut. Ich setze mich sofort mit Brinkhoff in Verbindung. In Ordnung, Zeiner. Alles Gute. Wenn ich mir noch einen Vorschlag erlauben darf. Ja? Wir sollten schon jetzt einen Haussuchungsbefehl beantragen. Wenn wir wieder 8 Tage ins Land ziehen, ehe die Polizei eingreifen kann, dann... Schon geschehen, Zäuner. Kommissar Kranz steht bereit. Herr Haberfeld von der Flugschule Auernheim hat mir Ihre Pension empfohlen. Ach, ja, das ist die alte Verbundenheit. Mein Mann war auch Flieger. Ich weiß, gnädige Frau. Ach, nein. Hallo, Detlef. Die Möglichkeit. Was suchst du denn hier? Ein Zimmer, wenn's recht ist. Die Herren kennen sich? Seit Jahren. Damals haben wir noch gemeinsam Flugzeugmotoren an den Mann bringen wollen. Inzwischen ist Herr Bung zur Konkurrenz gegangen. Wie geht's denn so? Blendend. Ich bin jetzt selbstständig. Und du immer noch bei den Mielke-Motoren? Klar, die brauchen mich doch. Welche Zimmernummer hat er denn? Nummer 11 gegenüber von Ihrem Zimmer. Ich zeige es Ihnen. Nicht nötig, nee, Frau, das kann ich ja machen. Das ist aber nett. Wenn Sie irgendwelche Wünsche haben... Da würde ich vorsichtig sein. Vielen Dank, alter Junge.
Bongen. Detlef Bongen. Er kommt auf Empfehlung von Haberfeld. Naja, ich kenne ihn. Flugschüler in Auernheim. Jetzt sogar Vereinsmitglied. Und? Ein alter Bekannter von Herrn Gerber. Gerber? Zimmer 9. Mielke Motorenwerke. Oh, das kann ja interessant werden. Sie gehen auf Zimmer 11. Hier können wir wenigstens ungestört reden. Ein schönes, ruhiges Zimmer. Nicht so schön wie zu Hause. Aber du bist ja Hotelzimmer gewöhnt. Ach, die ewige Reiserei. Frage mich auch, warum ich mir diesen dämlichen Bungalow auf Teneriffa hab andrehen lassen. Die Pension macht einen netten Eindruck. Alles sauber und ordentlich. Was ist mit heute Abend? Hast du Zeit? Wollen wir was unternehmen? Leider nicht. Habe eine wichtige Verhandlung, weiß nicht, wie lange die dauert. Große Sache? Ein Millionenobjekt. Ein neuartiger Hubschraubermotor, den wir herausbringen wollen. Ach nee. Ja, eine japanische Firma hat uns die Transistorsteuerung... Die was? Eine japanische Firma hat uns eine Transistorsteuerung für die Zündkerzen angeboten. Wir rechnen mit 10-20% Leistungssteigerung. Alle Achtung. Wie weit seid ihr damit? Wir sind noch in der Erprobung. Uns fehlt nur noch die Zustimmung des Ministeriums. Toi, toi, toi. Aber dass du mir mit niemandem darüber sprichst, hörst du? Kann mir schon denken. Streng geheim. Top secret. Tut mir leid. Keine Nachricht aus Lissabon. Jedenfalls keine Nachricht über einen transistorgesteuerten Hubschraubermotor. Also ein Schlag ins Wasser. Es ist 4 Tage her, seit wir das Gespräch geführt haben. Eigentlich müsste die Nachricht längst in Lissabon sein. Wenn wir uns nicht geirrt haben. Ich hab doch Augen im Kopf. Ich weiß ganz genau, dass ein Abhörmikrofon da war. Es war an der Deckenlampe installiert und es war auch eingeschaltet. Vielleicht haben Sie sich durch irgendwas verraten. Bestimmt nicht. Wir haben nur den vorbereiteten Text gesprochen und darauf geachtet, dass er auch zu verstehen war. Tja, da hilft nichts. Wir müssen abwarten. Was macht denn Brinkhoff? Der ist weiter am Ball draußen in Auernhain. Er hat heute seinen großen Tag. Er soll sich frei fliegen. Gratuliere, Bong, die Erde hat Sie wieder. Danke. Machen Sie nur so weiter, dann haben Sie bald Ihren Flugschein. Rollen Sie jetzt zum Vorfeld. Gratuliere, Bong, die Erde hat Sie wieder. Danke. Machen Sie nur so weiter, dann haben Sie bald Ihren Flugschein. Rollen Sie jetzt zum Vorfeld. Ende. Das war die letzte Durchsage von dem Nachmittag. 14.55 Uhr, es folgt jetzt eine Pause bis 22.10 Uhr. Und dann kam Folgendes. Eine Durchsage über Verzerrer, ein technischer Trick, um zu verhindern, dass eine dritte Person den Text mithört. Und Sie können nichts dagegen tun? Dazu war die Durchsage zu kurz. Aber das ist doch der normale UKW-Sprechfunk. Ja, es gibt keine andere Funkverbindung in Auernhain. Kein geheimer Kurzwellensender? Nein. Ist das Ihre private Meinung, Herr Schnoor, oder eine offizielle Auskunft der Bundespost? Das ist offiziell und absolut verbindlich. Und wohin funken die? Ins Ausland. Mit UKW? Ausgeschlossen. Es gibt nur eine Erklärung. Die haben eine zweite Station irgendwo in der Nähe von Auernhain. Dort empfangen sie ihre Sprechfunknachrichten, entzerren sie und geben sie über einen geheimen Kurzwellensender ins Ausland weiter. Das wäre möglich. Könnte die Bundespost diesen Sender lokalisieren? Jedenfalls können wir es versuchen. Glauben Sie, dass Sie die heute oder morgen entziffern können? Schwierig, es wäre ein enormer Glücksfall. Aber wir brauchen den Text.
Dann werden wir wohl Herrn Brinkhoff ein kleines Liebesgabenpäckchen schicken. Herein. Nein. Oh, Herr Brinkmann, wusste gar nicht, dass Sie wieder in Auernheim sind. Ja, ich bin gerade erst angekommen. Vorne lag ein Päckchen für Sie, Eilboden. Vielen Dank. Von Muttern? Nee, von Tante Emma. Ich wette, es sind Kuchen drin. Aha. Ich habe gehört, Sie haben Ihren ersten Alleinflug schon hinter sich. Ja. Gratuliere. Ist ja schnell gegangen. Na, was habe ich gesagt? Mögen Sie ein Stück? Oh nein, danke. Der Alkoholgehalt ist mir zu gering. Wir sehen uns später im Casino. Ja, sicher. Also gut, bis dann. Bis dann. Anton ruft Otto, bitte kommen. Otto hört. Sieben mysteriöse Mustangs tanzen selten Mambo. Mambo. Ferdinand wurde wach. Ferdinand wurde wach Istanbul. Hinter Istanbul. Victor wollte wenden. Martha will wenden. In asiatischen Osterferien. Osterferien. Erich Bridge und emeritiert. Emeritiert. Anton aber ergründet eine glänzende Bresche. Hanna endet tot. Hab ich sie doch erwischt. Es wird sie teuer zu stehen kommen. Bitte. Schreibt einen Brief an seine Tante Emma und vergisst die Verabredung mit mir. Das kostet sie mindestens 2 Flaschen. Ein ziemlich einfacher Schlüssel nach der 1-2-3-Methode. Das heißt, vom ersten Wort der erste Buchstabe verwendet, vom zweiten Wort der zweite, vom dritten der dritte und dann fängt es wieder von vorne an. Haben Sie den Spruch dechiffriert? Nachdem wir den Schlüssel hatten, war das ein Kinderspiel. Die Nachricht lautet System Fuchs von Ministerium abgelehnt. Das ist der Beweis. Wieso? Kennen Sie das System Fuchs? Nicht genau, aber ich weiß, dass es nach seinem Erfinder benannt wurde, Professor Hermann Fuchs. Er hat 3 Tage lang mit dem Verkehrsministerium verhandelt. Aha, und? Er wohnt in der Pension Haßmann. Sonnenblumenweg. Ich glaube, Sie haben recht. Das dürfte genügen. Bitte Kriminalkommissar Kranz. Ist der Barograf aufgezogen? Ja, ist aufgezogen. Machen Sie sich keine Gedanken wegen dem Schnee. Immerhin haben Sie dadurch eine klare Sicht. Ja, ja. Danke. Guten Flug, Hals und Beinbruch. Delta Echo Tango, Auenheim Flugleitung, höre Sie 5. Auenheim Flugleitung, Delta Echo Tango, bitte um Startfreigabe für einen Überlandflug. Bitte kommen. Delta Echo Tango, Auenheim Flugleitung, ich habe eine Anweisung für Sie. Bleiben Sie während der Dauer Ihres Fluges in Hörbereitschaft. Bleibe in Hörbereitschaft, verstanden. Delta Echo Tango, starten Sie nach eigenem Ermessen. Ende.
Guten Tag, Herr Doktor. Alles in Ordnung? Haben Sie den Hausordnungsbefehl? Ja. Na, dann können wir. Wir können. Das ist mein Privatzimmer. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass das mein Privatzimmer ist. Sie haben kein Recht. Doch, doch, gnädige Frau, wir haben das Recht. Sie erlauben. Oh, Sie haben Besuch. Ein Bekannter meines verstorbenen Mannes. Aber, Herr Gerber, Sie haben doch bei mir gewohnt. Sie wissen doch, dass ich nichts zu verbergen habe. Darf ich um Ihren Ausweis bitten? Max Blassberg. Darf ich fragen, was Sie hier tun, Herr Blassberg? Nein, privat. Ich habe Frau Haßmann einen Besuch gemacht. Sie sind Vorstandsmitglied des Fliegerrings e.V., nicht wahr? Ja. Ist doch nicht gesetzwidrig. Ich bin alter Flieger. Gehöre sogar zu den Gründungsmitgliedern des Vereins. Und machen fast jeden Tag Frau Haßmann einen privaten Besuch. Wie kommen Sie darauf? Sie werden es vielleicht nicht bemerkt haben, aber wir haben wochenlang diese Pension observiert und sind über ihr Kommen und Gehen informiert. Hallo, kommen Sie doch mal rein. Guten Abend. Schauen Sie sich das mal an, ja? Hm? Warum so nervös, gnädige Frau? Wenn alles in Ordnung ist, brauchen Sie nichts zu befürchten. Ich bin nicht nervös. Da haben wir ja, was wir gesucht haben. Eine perfekte Abhöranlage. Wieso wollen Sie sich umsehen? Wie kommen Sie dazu? Tut mir leid, ich habe meine Anweisung. Was haben Sie denn hier in dieser Tasche? Bitte lassen Sie die Tasche liegen. Ich kann Ihnen keinen Einblick in meine Papiere gestatten. Das sind Geheimakte. Dann aber, dann sehen Sie sich das mal an. Machen Sie keine Schwierigkeiten. Sie haben auch Fernsehaugen in Ihren fremden Zimmern. Respekt, Respekt. Ja, aber der Haussuchungsbefehl gilt nur für die Räumlichkeiten. Meine Dokumente sind Wirtschaftsgeheimnisse. Sie können sich im Ministerium erkundigen. Bitte lassen Sie die Leute einen Augenblick hinausbringen. Begleiten Sie bitte den Beamten in die Halle und halten Sie sich dort zu unserer Verfügung. Sie sind vorläufig festgenommen. Was ist denn los? Wir hatten damit gerechnet, dass Sie Abhörmikrofone in den fremden Zimmern haben. Wir wussten nicht, dass auch Fernsehaugen installiert sind. Das erklärt es. Was? Dass die Story über unseren transistorgesteuerten Hubschraubermotor so sang- und klanglos untergegangen ist. Die haben uns nicht nur sprechen gehört, die haben uns auch gesehen. Ich habe doch Brinkhoff Zeichen gemacht. Habe ihm das Abhörmikro gezeigt. Natürlich, Zäuner. Das ist die Lösung. Und Brinkhoff sitzt in der Klemme. Zum Teufel, wir müssen was tun. Er ist immer noch draußen in Auernhain in der Höhle des Löwen. Und die wissen, dass er ein BEV-Mann ist. Delta Echo Tango Auernhain Flugleitung, bitte kommen. Delta Echo Tango Auernhain Flugleitung, bitte kommen. Auernhain Flugleitung, Delta Ego Tango, höre Sie 5F. Delta Ego Tango, Auernhain Flugleitung, geben Sie Ihre Höhe und Position. Auernhain Flugleitung, Position 5 Kilometer westlich Rieden, Höhe 5000 Fuß. Delta Ego Tango, Auernhain Flugleitung, Ihr errechneter Kurs müsste jetzt sein 210 Grad. Bitte sinken Sie auf 1000 Fuß in Ihre Höhe, starke Turbulenz. Verstanden.
Delta Echo Tango, bitte kommen. Delta Echo Tango, Auenheim Flugleitung, hören Sie 4. Motor qualmt, Drehzahl fällt ab. Brandhahn zu. Schon passiert. Bereiten Sie sich auf eine Notlandung vor. Unmöglich, befinden Sie sich über Waldstück. Dann slippen Sie in den Wald. Na, da haben Sie aber Glück gehabt. Das hätte schlimmer ausgehen können. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja, könnten Sie mich in den nächsten Ort fahren? Ich habe schon gehört, ein paar Kinder haben Sie beobachtet. Wir dachten schon, Sie seien abgestürzt. Nein, nein, es war eine glatte Notlandung. Es ist nichts passiert. Aber jetzt müsste ich mal dringend telefonieren. Mit Ihrem Heimatflughafen? Nein, mit dem nächsten Flugplatz der Bundeswehr. Das ist Dagelefeld. Bitte nehmen Sie doch Platz, ich verbinde Sie gleich. Grüß Gott, hier ist die Landpolizeistation Bobingen. Ich verbinde. Hier spricht Oberinspektor Brinkhoff vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Bitte verbinden Sie mich mit Ihrem Kommandeur. Bleiben Sie hier und passen Sie auf, dass niemand das Gelände verlässt. In Ordnung. Bongen Sie? Hm. Sie haben mich nicht zurückerwartet, wie? Wir haben schon überall herum telefoniert, ob man was von Ihnen gesehen hat. Warum haben Sie sich nicht gemeldet? Wir waren schon in großer Sorge. Wie Sie sehen, bin ich ganz gut runtergekommen. Aber Sie waren doch über dem Wald. Da haben Sie aber mächtig Schwein gehabt. Das grenzt ja an ein Wunder. Ein Wunder, mit dem Sie nicht gerechnet haben, oder? Was meinen Sie damit? Flugschule Auenheim, Flugleitung. Ja, der ist hier, Moment. Für Sie, Herr Bong. Flugplatz, Kommandantur, Lager Lechfeld. Bongen? Hier, Hoffmann. Wir haben vorhin miteinander telefoniert. Sehr richtig, Herr Oberst. Ihre Vermutung war richtig, Herr Bongen. Wir sind gleich rübergefahren und haben die Maschine untersucht. Dabei haben wir eine Leitung entdeckt vom Vergaser zum Barographen, der nach einer gewissen Zeit einen Sprengsatz gezündet hat. Kaum zu glauben, dass der Drache nicht explodiert ist. Ach, das waren die Drähte. Stellen Sie sofort den Barographen sicher. Ja, natürlich. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich heil runterkomme. Ist gut, Herr Oberst. Wir bleiben in Verbindung. Nein, danke. Das will ich selbst erledigen. Damit wollen wir doch gar nicht erst anfangen. Sie waren nicht gemeint, Herr Oberst. Vielen Dank. Ende. Das haben Sie sich fein ausgedacht mit dem Barographen. Aber leider klappt's nicht immer mit der Technik. Ich hab's immer gesagt, wir hätten nicht so lange warten sollen. Halt! Halt! Steigen Sie aus! Steigen Sie doch endlich aus! Wo denn? Warum denn? Was ist denn los? Aus!
Kommissar, haben Sie Verwendung für diesen Herrn? Wer sind Sie? Er heißt Haberfeld. Oh ja, für Sie habe ich sogar einen Haftbefehl. Ja, das geht nun schon seit 3 Jahren. Als damals die Pension Haßmann renoviert wurde, hat man eine komplette Abhöranlage eingebaut. Was? Frau Haßmann und Hauptmann Blasberg belauschten die Gäste. Hansen und Haberfeld sorgten dafür, dass die Informationen ins Ausland kamen. Ein vierblättriges Kleeblatt, wie sinnig. Nein, das Kleeblatt hat 5 Blätter. Es fehlt noch die Brücke ins Ausland. Ja, wir suchen nach einem geheimen Kurzwellensender, der hier irgendwo stationiert sein muss. Fehlanzeige. Der Kurzwellensender existiert nicht. Das 5. Blatt ist der Navigator der Nachtmaschine nach Lissabon. Was? Eigentlich müsstest du es gehört haben. Nachts, wenn Haberfeld seine Sprüche durchgab. Was müsste ich gehört haben? Das Postflugzeug, das jede Nacht über Auernhain hinwegfliegt. Haberfeld war informiert, wann ein bestimmter Navigator Dienst hatte, dem er dann seine Funksprüche durchgab. Nach der Landung in Lissabon hat er sie dort einem Mittelsmann übergeben. Ein fliegender Bote. Tja, das muss man den Leuten lassen. Sie bleiben in jedem Detail stilgerecht. Aber genau. Na, fertig? Ja, von mir aus können wir. Fährst du mit mir? Ja, gern. Also dann bis nachher, Herr Brinkhoff. Wir sehen uns im Amt. Ja, leider. Brinkhoff? Ja, stimmt. Ich heiße Brinkhoff, es tut mir leid. Aber wieso denn? Das braucht Ihnen doch nicht leid zu tun. Oh doch, das tut's. Es tut mir sogar schrecklich leid. Ich habe mich nämlich als Detlef Bongen sehr wohl gefühlt.